So, das ist Jörg Hildebrand hier. Hallo. Von dem habe ich früher mal auf den Sack gekriegt. Nee, heute auch noch. Heute auch noch? Weil du unvernünftig bist. Geile Werkstatt hat er hier gebaut. Ja, alles tipptopp. Das ist euer Partner, wenn es um Sportwagen geht. Porsche ist unsere Lieblingsmarke, die wir reparieren. Dann haben wir solche Schmuckstücke hier. Der Wagen hat jetzt einige Zeit gestanden. Ich glaube 3 Jahre. Sieht doch nicht aus, du. Nee, der Wagen hat immer schön trocken. Dieser Wagen ist ein ganz trauriges, oder hat eine ganz traurige Geschichte. Der stand 4 Jahre beim Lackierer. Bestimmt bei Welcher Lackierer wird nicht erwähnt oder genannt, aber es ist so, dass der Wagen, er ist eben nicht fachgerecht zusammengebaut und wir haben jetzt die Technik überarbeitet und haben eine Liste gemacht, was an dem Wagen jetzt noch für Arbeiten aber übrig geblieben ist. Aber was für eine geile Farbkombination das ist. Ja, weiß ich nicht, man muss das mögen, oder? Ich finde es geil. Also ich finde die Farbe an sich. Ist das original so? Nee. Das wissen wir alles nicht genau, aber der Wagen ist schon ganz lange in einer Hand. Die Farbe ist auch so gewesen, aber das Fahrzeug war jetzt laut Recherche und als wir den zerlegt haben, das Fahrzeug war mal rot. Also ich glaube, die Geschichte war so, das Auto sollte in 4 Monaten fertig sein, vor 4 Jahren. Oh. Ja, und dann hat der Lackierer die Aussage bekommen, das Auto hat Zeit und das darfst du nie einem Handwerker sagen. Mhm. Hast du ein Problem. Ja. Ja. Die Kunden, die am lautesten schreien, die am widerlichsten sind, werden als Erste behandelt. Also Jörg, sieh zu, dass du die Scheißkarre fertig kriegst. So, das will ich hören. Nein, aber wenn ihr euch dieses Bild jetzt mal anguckt, das ist schon schön. Dahinter das Lager, da hat er sein Man Cave, wie wir den auch bauen wollen. Mhm. Ja, im Spielzimmer. Da hinten ist der Papagei, den gibt es schon seit wie lange? Der ist jetzt 28 Jahre alt. 28 Jahre? 28 Jahre alt. Ich habe den groß gestillt. Eigentlich spricht er nach. Wirklich? Ich habe den nicht gestillt, aber ich habe ihn groß gezogen. Hallo. Nee. Schüchtern. Gar keinen Bock. Hallo. Also selbst bei Männern wird er eifersüchtig. Das glaube ich aber nicht. Ja, das glaubst du. Soll ich ihn rauslassen? Der fliegt hier rum, ne? Nein, der geht auf Kehle. Es ist hier nicht gewischt und gar nichts. Ja, gut, tut mir leid. Komm. Also schon top. Eine Werkstatt? Ja. Das ist schon top. Hier ist unsere Spielabteilung. Gebrauchte Slicks der Kosten wegen. Ja. So, Motorräder haben wir ja auch manchmal. Hier sind noch ein paar alte Porsche-Teile. Krass. Hier sind noch ein paar alte BMW-Teile. Und hier sind noch ein paar Z06-Teile. Optimalen Ausblick in die Hütte haben. Und dieses Büro gilt halt nicht zur Überwachung der Mitarbeiter. Nein. Nein. Du testest das alles und wir bauen das dann bei uns ein. Hier sind noch original Magnesium-BBS-Felgen von meinem alten Auto. Passen die auf unseren hier? Nein, die sind für einen GT2 sind die zu schmal. Das sind 10 und 8,5 Zoll. Ja. Die passen für den GT2 nicht. Also du sagst, bei 10 Grad und Regen schmieren wir euch in Frankreich ab. Ganz einfach. Also das Auto, gerade der GT2, ist mit Vorsicht zu genießen. Und das habe ich eben schon gemerkt. Und wenn du jetzt mit diesem Fahrzeug bei kühlen Temperaturen fährst und es ist draußen nass, feucht reicht schon aus, dann ist das Auto gerade unter Last mit Vorsicht zu genießen. Also da musst du wirklich vorsichtig sein, gerade bei dem Ding. Gut, die Regelsysteme sind da, aber der Regel spät. Und wenn du ihn dann nicht mehr einfangen kannst, hast du ein Problem. Hohe Leistung, geringes Gewicht. Ja, also ich habe echt Respekt vor dem Auto, wirklich. Ja, musst du auch haben. Also ein GT2 ist ein, ich sag das jetzt mit meinen Handwerkerworten, ist ein verlogenes Dreckschwein. Oh, der ist ja schön. Kann man den kaufen? Den möchte ich immer kaufen, obwohl das ein Tiptronic ist. Ja, voll geil. Ich finde Tiptronic mega. Hier ist auch eine witzige Geschichte. Und dann sagt mein Mechaniker, Mensch, hier war ein älterer Herr, der war mit den Nerven total am Ende. Der fährt 964 und hat große Scheiße gebaut. Und er mag mir das eigentlich gar nicht sagen, weil er, ja, ich will jetzt nicht sagen, er hat Angst vor mir, aber er hat Respekt. Weil er, komisch, verbal angegangen wird, weil er das Auto so misshandelt hat. Er hat Folgendes gemacht, rausgekommen jetzt ist, er wollte eine neue Batterie einbauen und hat sich beim Einbau verpult. Boah. Ja, und er hat jetzt einen Kabelbrand verursacht. Oh nee, oder? Wie weit das jetzt aus? Kann man doch gar nicht. Also er hat es geschafft. Er hat das geschafft. Die Kabel passt doch gar nicht. Doch, es geht, weil dieses Fahrzeug
hat einen Abschalter mit eingebaut. Und wenn du diesen Abschalter mit eingebaut hast, stimmt, dann hast du die Chance, das Ding zu verpoolen. Also einiges ist das nicht möglich, aber der Herr hat es geschafft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist um die 80 Jahre alt. Das Auto ist ein Schätzchen. Das ist ja richtig geil, das Auto, wenn ich das schon sehe. Ja, das ist alles schick, genau, mit dem Aufkleber da drin. So, und die Aussage, die ich eigentlich total witzig fand von diesem älteren Herrn, er sagte, Hildebrand, als ich aus der Straßenbahn eben ausstieg und der Weg hierher sind ungefähr 300 Meter, habe ich mich gefühlt, als wenn ich zum Zahnarzt muss. Ich sage, ja, aber mein lieber Herr. Und dann hast du losgelegt. Ich sage, ich müsste Sie jetzt eigentlich fertig machen. Ja, Sie können mich fertig machen. Ich habe großen Mist gebaut, das weiß ich. Das ist sein Auto und er zahlt es. Und er hat Angst davor, dir es zu sagen. Ja, weil es, die Kunden können ja nicht machen, was sie wollen hier. Ne? Das geht ja nicht. Ja. So, eigentlich schafft er dir nur Arbeit. Ich weiß, Moment. Ich lebe davon, aber ich muss ihn dann auch wie ein kleines Kind, muss ich ihn halt dafür ermahnen. Kann ich mich noch dass übrigens... Das, was er gemacht hat hier, schrecklich. Wir müssen Kupplung kriegen. Wie lange sind Sie denn kein Schaltwagen gefahren? Nein, in der Mitte ist nicht die Kupplung, das ist das Bremspedal. Oh mein Gott. Nein, ja klar, der anhalten müssen, hat er ja auch irgendwann, aber erstmal sind Sie ja vorgeschossen. Mit der Handbremse haben Sie gebremst? Wollen Sie die Pedale nochmal eben durchgehen? Links ist die Kupplung, in der Mitte ist das Bremspedal. Und rechts ist das Gas. Nein, in der Mitte ist die Bremse. Ich mache jetzt einen Alkoholtest. Hey, hier kommst du hin. Hatte nichts gehört. Ich war bestimmt ein Jahr nicht hier, ne? Aber es ist immer noch wie immer. Und was sagt ihr zu den grünen Applikationen? War Max' Idee. Ich find's geil. Was sagst du? Ja, finde ich geil. Und ich finde auch geil, hinten haben sie ja aus Versehen die den unteren Diffusor hier weiß lackiert. Es war ja matt schwarz. Ich finde das ja viel geiler, ne? Oder? Jetzt viel geiler? Ja. Das sieht sich clean aus. Sieht so clean aus, Mann. So, Jürgs, kleiner, aber feine Halle hier. Der kleine ist auch nicht mehr, ne? Ja, doch, ist schon. Das aber, ist schon schick. Der stellt jetzt unsere Karre mal vernünftig ein, damit wir vernünftig nach Frankreich kommen. Ich bin mal gespannt. Wohin auch immer. Was du hier zauberst. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben gerade ein Ferrari angeboten bekommen, 18 Superfast, eines meiner Lieblingsautos, und das werden wir jetzt kaufen. Folgender Sachverhalt. Wir saßen gerade im Meeting und dann kam eine nette Mail, dass jemand seinen Ferrari 812 Superfast verkaufen möchte. Und wie wir alle wissen mittlerweile, ist es eins meiner Lieblingsautos vom Hause Ferrari und eigentlich auch generell. Und da werde ich jetzt mal anrufen und werde dem Herrn sagen, also seine Angabe war, Preisvorstellung hat er nicht, er ist gespannt. Ich bin auch gespannt, wie hoch die Erwartungshaltung ist. Also, mal schauen. Also, jetzt gucken wir erstmal, was die Dinger kosten. Günstigste Ferrari 812, 272.000. Allerdings in Frankreich mit 62.000 Kilometern gelaufen. Können wir nicht vergleichen. Dann geht es weiter mit 300, 304, 314, 319. Pendelt sich also schnell über 300 ein. So, ja, Böker, JB Motors, moin. Wir haben hier so ein 812 angeboten. 6,5 Stunden später. Das war wohl nix. 400.000 im Ankauf haben die geboten, Mann. Wie soll das denn gehen? Ja, ist ja das Gesamtpaket, ne? Habt ihr ja ein STO gekauft? Ja. Bei mir aber nicht. Wer zahlt denn 400 im Ankauf, Mann? Unsere Frankreich-Tour ist abgesagt aufgrund des schlechten Wetters. Man sieht's. Es soll durchgehend regnen. Wir wollten heute die Autos verladen, morgen nach Lyon fliegen. Haben arschteure Flüge gebucht, die müssen wir jetzt canceln, kriegen das Geld natürlich nicht wieder. Wir haben eine Menge Autos geholt, also während ich auf Mallorca war und auch das Wochenende davor, haben Tim und Max hier fleißig Autos abgeholt und Georgie hat auch ausgeholfen. Irgendwie haben wir in der ganzen Republik Autos angekauft, weil die Halle war ziemlich leer und da kommt einiges, das werden wir später nochmal zeigen. Die sind zum Teil schon da, ich fahre jetzt gleich weiter nach Frankfurt, hole noch ein schönes Schätzchen. Wir fahren jetzt eigentlich gerade los zum Lackierer. Und holen unseren GT3 RS 4.0 ab. Holen dann noch eine G-Klasse ab, die habe ich für einen Kumpel noch lackiert oder lackieren lassen. Und dann geht's zum GT2. Zu Jörg, der ist auch fertig. Der hat jetzt 3 Tage Arbeit investiert und hat das Ding mal richtig eingestellt und ein paar kleine Mängel noch behoben. Soll jetzt richtig cool fahren. Ich habe eben mit dem Vorbesitzer bzw. mit dem Rennfahrer, der dieses Auto genutzt hat und der damit ganz viel auf der Nordschleife unterwegs war,
gesprochen und er meinte, Jerome, das Ding ist die absolute Bestie. Er hatte das Ding auf 355 km/h. Er ist 355 ungefähr. Er meinte so, aber lass es einfach. Mach es bitte nicht nach. Mal schauen, wir holen ihn gleich ab. Nehmen euch einfach ein bisschen mit. Und wir haben ein ganz großes Problem. Leute, ihr müsst noch ein bisschen mehr Autos bei mir kaufen. Weil Max hat mich letzte Woche mit ins Rennauto genommen. Das heißt, Jerome braucht jetzt ein Rennauto. Ne? Das ist ja... So, das ist das erste Problem gewesen. Das ist natürlich nicht ganz günstig, das Verschleiß hast du nicht gesehen. Jetzt war ich auf Malle und habe mir mit einem Kumpel ein Boot gechartert. Ich habe jetzt ein Zielboot. Eine Frauscher Dämon 1414. Ey, dieses Boot ist der absolute Killer. Das ist wirklich, wir sind in die Bucht gefahren und ich habe gesagt, das Boot ist der Sportklassik unter den Du bist da reingekommen, hast du direkt Stil, so das Auto, das Boot sieht so schnittig und geil aus und das ist so viel größer, als man denkt. Also auf dieses Boot arbeite ich jetzt hin und ihr werdet das Ganze begleiten und ich versage euch ganz klar, ich habe bald Boot. Deswegen müsst ihr abonnieren. YouTube, da kommt auch noch nicht so wirklich Kohle bei rum, also das reicht noch nicht für ein Boot. Also abonniert, liked, teilt, damit Jerome immer mal ein Boot haben kann. Danke. Man muss dazu sagen, die haben vorne die Lippe unten weiß lackiert und die Flaps auch. Ich finde das irgendwie mega geil. Aber das kannst du natürlich nicht bringen bei so einem Auto, ne? Muss man wieder rückgängig machen. Und die Felgen sind? JB Motors Silber. Fett, ne? Ich finde das. Wir sind in der beklopptesten G-Klasse, die ich je hatte. Ne, das ist ein Auto vom Kumpel. Von dem habe ich mal einige Autos gekauft und den wollte er aber unbedingt behalten hier. Man mag es kaum glauben, aber dieses Gulf-Design ist lackiert. Das ist nicht foliert. Hat das Ding neu gekauft und hat gesagt, also Folie finde ich scheiße, wir lackieren das um. Das ist einlackiert. Das muss man sich irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Jetzt fahren wir zu Onkel Jörg. Onkel Jörg. Der Hildebrand schickt schon Bilder. Onkel Jörg schickt schon Bilder. Oha, hier. Das sieht gut aus. Jörg hat ganze Arbeit geleistet. Was hat er gemacht? Auto steht jetzt deutlich höher. Ja, wir haben nicht mehr so diese krasse Rennsportabstimmung. Wir haben jetzt einen Mix für quasi Nordschleife, aber auch Alpenpässe hast du nicht gesehen. Also du kannst das Ding im Alltag fahren, aber auch mal sportlich fahren. Jörg hat, würde ich sagen, also der Wagen war sauber, die Bremsen eingebremst. Also der ist jetzt auf jeden Fall, das Tragbild ist jetzt wieder vernünftig, neue Bremsbeläge. Wir deswegen haben sind wir eigentlich für Keramikbremsen, ne? Ja, siehst du, das ist das, was ich meine. Das hast du mit der Scheiße dann nicht, ne? Wir haben jetzt einen neuen Service gemacht. Er hat die Klima nochmal neu befüllt. Also eigentlich so, dass wir damit jetzt nach Frankreich fahren können. Aber das sollte so nicht sein. Aber sieht schon richtig geil aus. Ja, wir müssen jetzt einmal eben auch ein bisschen fahren damit und mal ein Gefühl kriegen. Ne? Wir fahren Samstag Kart. Ne? Dann nehmen wir den und das andere Schätzchen, was ich heute Abend noch abhole. Ja. Und dann machen wir mal eine kleine Ausfahrt. Vorne die Düsen müssen noch rein. Der ist noch nicht fertig, aber das Stück für Stück, ne? Und gleich ist noch ein bisschen bekleben. Bekleben, ne? Bekleben. Machst du das gleich? Ja, ja, bekleben. Der fixt mich richtig an, der Wagen, Alter. Das ist sowas von geil, wenn dieser Turbo so wegballert, Alter. Wenn du dann vom Gas gehst, sondern die gar nicht weiß, wohin mit diesem ganzen Druck. Ich habe umgeschwenkt. Auf, wie heißt es? Penne Schafskäse. Penne Schafskäse. Heute Penne Schafskäse. Der erste Biss, wie das schmeckt. Sehr gut. Ja, okay. Ah, ist das ein geiles Auto. So geil. Hast du gemerkt, dass ich Spaß hatte? Ja, hab ich gemerkt. Das ist so geil, das Auto. Du hast schon richtig schön eingebremst, du. Eingebremst. Guck mal hier. Hä? Bei dem Auto feiere ich Bremsstaub. Da gehört das dazu, ne? Das ist das einzige Auto, das Bremsstaub haben darf. Eigentlich hat er ja Keramikbremsen, aber no have. Mal die neuen Autos ausprobieren. Ja. Alles noch nicht gesehen hier. Ich habe gerade gefragt, ob der Sound genauso wie beim F12 ist. Also vom Soundbild ja, aber von der Lautstärke nicht, ne? Oh, geil, Alter. Ey, das Auto
wirklich für die Spardosen unter euch hier. Das ist Preis-Leistung Key, ey, wirklich perfekt. Was kostet so ein Gerät bei dir? Bisschen über 100. 110 muss ich haben. Sonst zahle ich drauf. Aber das Interieur ist geil, die Farbkombination ist mega. Ich finde den ein Schwarzhammer. Gut, der hat viel gelaufen, ne? Aber dafür ist er auch der günstigste FF im Netz dann. Ja. Ne? Der ist 95.000 hat er gelaufen, ne?